Pepperoni Macaroni. Hallo Leute, heute kochen wir eine Pizza, brauchen wir Weizenmehl 1 Kilo, etwas Wasser 600 Milliliter, 2 Packungen Hefe und etwas Salz. So, jetzt tun wir das Mehl in den Topf rein. Nicht vergessen, etwas Mehl übrig lassen, am besten eine gute Handvoll in der Tüte. Nicht alles reinmachen, wie ich jetzt hier auf dem Video, weil ich habe noch eine zweite Tube Mehl übrig. Darum nicht alles reinmachen, brauchen wir später noch etwas Mehl, um das Ganze auszubreiten, den Teig platt zu machen. Ja. So, jetzt an dieser Stelle schütteln, damit alles ein bisschen lockerer wird. Ja, das ist gut, das müsste passen. So, Zutaten brauchen wir, Moment. So, jetzt haben wir alles, der Löffel ist da, die Hefe, das Salz und das Wasser, sehr wichtig. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Salz, einen Esslöffel, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zu viel Salz ist ganz schlecht, zu wenig Salz ist noch schlechter. Das Ganze jetzt ein bisschen verteilen, schön in dem Mehl. So, jetzt nehmen wir die Hefe und werden das in ein Loch machen, was wir jetzt tun in den Teig. Jetzt tun wir ein Loch in den Teig, damit wir schön die Hefe rein tun können. So, wenn wir jetzt ein schönes Loch machen, wichtig ist ein schönes Loch. Nicht einfach ein Loch, ein schönes Loch muss sein. Die Hefe muss sich wohlfühlen, diese lebendige Bakterien muss sich wohlfühlen. So, jetzt nehmen wir die Hefe und zerbröseln alles in kleine Stücke. Wichtig ist, nicht zu groß und nicht zu klein. So, jetzt alles schön langsam zerbröseln. Man muss mit Genuss machen. Hefe ist ein Lebewesen. Und Lebewesen muss man gut behandeln, bevor man sie isst. Jetzt nehmen wir die erste Hefewürfel und zerbröseln. Dann nehmen wir die zweite und machen genau das gleiche. Auch wichtig, alles schön klein, aber nicht zu klein und nicht zu groß. Wichtig ist, dass die Hefe gut riecht. Schön Hefe. Nicht zu wenig Hefe. Hefe ist, ist schlecht, wenn man zu wenig Hefe hat in den Teig, dann der Teig nichts geht auf. Wenn man macht aber zu viel Hefe in den Teig, dann Teig schmeckt nach Hefe. 2 Hefewürfel für 1000 Gramm Mehl, sehr gutes Verhältnis. Jetzt nehmen wir das Wasser und tun das Wasser in die Hefe. Jetzt machen wir einen kleinen Vorhefeteig. Wasser am besten mal in der Mikrowelle ganz kurz warm gemacht. Jetzt decken wir zu und tun den Teig an einen warmen Ort. Ich habe das Ganze schon ein bisschen vorbereitet mit dem Vorteig, habe kurz gestellt an einen ruhigen Platz, an der warmen Platz. Jetzt nehmen wir den Rest von dem Wasser, aber machen nicht gleich alles rein, sondern erst ein bisschen nacheinander, dass nicht zu viel ist Wasser auf einmal. Wichtig ist, am besten warmes Wasser benutzen, warmes Wasser aus der Leitungswasserhahn oder wenn man kein warmes Wasser hat, dann Wasser in der Mikrowelle oder auf der Herd kurz warm machen. Ganz wichtig, nicht zu heiß machen das Wasser. Wenn ist zu heiß das Wasser, dann verbrennen die Hefe, die Hefe tut weh und die Hefe sterben. Dann Teig nichts aufgehen, nichts gut. Deshalb nur warmes Wasser, lauwarm, so dass man noch gut kann mit der Hand reinfassen und sich nichts verbrennt. Jetzt habe ich den Teig geknotet, mache jetzt ein bisschen noch rund. Dann werde ich zudecken und in den Backofen stellen. In der Schüssel habe ich vorbereitet Backofen bei ungefähr 30 Grad, ein bisschen vorgewärmt, auch das nicht zu heiß. Jetzt Teig muss gehen, eine Stunde. Jetzt kommt der Teig in den Backofen, eine Stunde, dann holen wir wieder raus. So, Zeitraffer, jetzt brauchen wir die Zutaten. Tomaten, Oregano, Käse, Salami, Schinken und Ananas. Können wir gebrauchen für Pizza. So, der Teig ist fertig aus dem Ofen. Jetzt müssen wir gucken, was können wir machen mit dem Teig. Wie ihr seht, schon wunderbar alles aufgegangen. Hier sieht man Prachtexemplar von dem Teig. Sieht super aus, schmeckt super. Jetzt brauchen wir noch das Mehl, den Rest von dem Mehl zum Auswalken von dem Teig zu platt machen. Jetzt holen wir den Teig schön raus, machen ein bisschen locker, weil es ist sehr klebrig, sehr pappig, damit wir ihn gut kneten können. Für eine Pizzablech, ich benutze ein richtiges Pizzablech, wie man benutzt in der Pizzeria, brauche ich ungefähr eine Faust große Bolle auf Teig. Jetzt nehmen wir das Stück Teig und tun ein bisschen mit Mehl bestäuben, damit es nicht so klebt auf der Arbeitsplatte. Noch ein bisschen Mehl, immer schön Mehl, nie vergessen. Jetzt ein bisschen mit der Handplatte drücken,
ein bisschen links drücken, ein bisschen rechts drücken, um den oben und unten drücken. So, jetzt rollen wir aus mit dem Nudelholz. Wir rollen den Teig so lang, bis es passt in der Form. Dann einfach die Form nehmen, ab und zu mal drüber halten und zu gucken, ob es passt. Wenn du meinst, es ist groß genug, so wie jetzt, jetzt nehme ich die Form, halte kurz drüber, sehe, aha, passt wunderbar. So, jetzt legen wir den Teig in der Form. Wichtig ist, mit der mehligen Seite nach unten, dann nicht klebt in der Form. So, jetzt müssen wir noch den Rand runterdrücken. Da kann man eine schöne dicke Rand machen. Wer nicht mag eine dicke Rand, der kann den Rand mit einem Messer vorsichtig einmal im Kreis abschneiden, hat eine flache Pizza. Ich mag lieber dicke Rand, also alles platt gemacht. So, jetzt kommen die Zutaten für die Pizza Salami. Zwar haben wir jetzt eine Scheibe Schinken, das brauchen wir nachher für die Pizza Hawaii. Hier brauchen wir Salami. So, jetzt kommt die Tomaten drauf. Tomaten passiert. Ein bisschen mit dem Löffel verteilen. Auch ein bisschen Tomaten, das ist sehr wichtig, damit nicht zu flüssig ist. Jetzt nehmen wir Oregano, könnt ihr auch benutzen, da Pizzagewürz. Ich benutze nur Oregano, ist original Italiano. So, je mehr Gewürz, desto besser, aber wie bei allem nicht zu viel. So, nächstes ist der Käse. Pro Pizza ungefähr rechnen knappe 90 Gramm Käse, eine halbe Packung. Wer mehr mag, mehr drauf tun. Mehr Fett rein. Aber viel Käse, viel gut. So, jetzt haben wir den Käse, jetzt kommt der Salami. Jetzt haben wir den Salami genommen. Wichtig ist, original italienisch Salami auf der Käse, nicht unter der Käse, wie in Deutschland gemacht wird. So, jetzt machen wir die andere Pizza, und zwar die Pizza Hawaii noch schnell. Brauchen wir wieder alles wie gehabt. Käse, Oregano, Schinken, Ananas und Tomate. So, jetzt kurz den Teig getestet. Teig passt wieder wunderbar in die Form. Natürlich auch wieder der Rand platt drücken. Wer nicht mag der Rand, kann ihn abschneiden. So, jetzt haben wir alles platt gedrückt. Jetzt kommt wieder der Tomaten. Der Tomaten wieder schön verstreichen. Alles schön bis zum Rand, damit der Rand nicht zu feste wird. So, wieder schön Oregano oder Pizzagewürz. Wie ich schon gesagt hatte, ich benutze lieber Oregano. Ist besser als Pizzagewürz. Jetzt die Scheiben Hawaii. Drauf tun, Ananas am besten im Stück. Nicht klein schneiden, so Käse. Und dann oben drauf noch das Schinken. Alles ab in den Backofen. Sehr wichtig, Backofen vorgeheizt bei 180 Grad, 200 Grad, je nach Backofen. Manchmal auch auf Umluft. So, Backofen zu und jetzt seht ihr unsere Pizza im Zeitraffer. Pizza wunderbar, fängt an zu wachsen, zu gehen und wird eine super schöne Pizza. Pizza braucht ungefähr 20 Minuten. Nach 20 Minuten aus dem Backofen habt ihr schon mal so eine schöne Pizza zu Hause gehabt. Nein, dann wird es jetzt Zeit mit Toni Macaronis Kochrezept. Eine wunderbare Pizza. Ich wünsche guten Appetit mit meiner Pizza.